damit ein herzliches Willkommen zurück zu Witcher 3 und ich laufe wieder gegen die Treppe. Aber ich dachte mir, es ist ein schöner Anfang und ich mich da oben hinstelle und aufs Boot runterschaue. Jetzt müsst ihr damit aber du kommst mir bekannt vor. Hab ich dich schon mal verklappt? Das bezweifle ich nicht. Und warum seid ihr hingegangen? Ihr hättet mich doch auch fragen können. Damit du uns alles an, über deine Experimente mit den lustigen Blutes verrätst? Wohl kaum. Ich habe nichts verheimlicht, was uns im Kampf gegen Eredin nützen könnte. Und was das ältere Blut du kommst Blut mir bekannt vor. Ihr hab ich dich schon mal verklappt? Außergewöhnlich ist. Der Unterschied ist nur, dass mir klar ist, wie sehr. Vielleicht bist du ja nur von ihr besessen? Wer? Ich? Na, wer denn sonst? Na? Ja, Geralt? Okay, hier gibt's nichts mehr. Bis dann, Geralt? Hier gibt's auch nix. Danke, Jim. Bis dann. Gibt's hier noch was? Hast du kurz Zeit? Natürlich. Nein, das haben wir auch schon alles. Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Hab ich mit der netten Flinke da eigentlich schon geredet? Zu Rum und Abendbrot sag ich nie. Weißt du, was mir gerade klar wird? Mit Ausnahme von uns beiden und Ciri hat Geralt mit jeder Frau auf diesem Schiff geschlafen. Keine Bange, in deinem Fall ist es nur eine Frage der Zeit. Und du konntest wirklich nichts machen? Gar nichts? 6 lange Monate nicht? Warum erzählst du mir nicht vom Kaiser? Er hängt ja neuerdings schrecklich an dir. Philippa. Was? Einen Keks? Es steht oben ein Cracker. Ja, Geralt? Du siehst gut aus. Für eine gefangene M hier ist, meinst du wohl? Er hat überraschende Milde gezeigt. Keine Verhöre, keine Folter. Oder hast du ihm einfach alles gesagt, was er wissen wollte? Wenn ich ihm alles gesagt hätte, würde er mich kaum mehr lebendig brauchen, meinst du nicht? Reden wir nicht davon. Ich und meine Belange waren schon länger nicht mehr deine Sorge. Bis dann. Zu Rum und Abendbrot sag ich nie nein. So. Wie fühlst du dich? Besser, danke. Wenn du nicht rechtzeitig gekommen wärst, hätte alles viel schlimmer ausgehen können. Ich schulde dir was. Bedank dich bei Yennefer. Es war ihre Idee. Ah, mit ihr können wir es auch noch leben. Ich dachte, Margarita Lauxantil wäre die Letzte, die sich von Hexenjägern fassen lässt. Das stimmt, wenn es nur mich betroffen hätte. Du vergisst, dass ich meine Studentinnen berücksichtigen musste. Ich wusste, dass die Jäger schließlich Aretusa erreichen würden. Es war nur eine Frage der Zeit. Als ich hörte, dass Triss seine Fluchtroute nach Govia organisierte, sah ich keinen Grund zu zögern. Ich sammelte meine Novizinnen und wir ritten nach Novigrad. Leider wurden wir gefasst und in Deriad eingesperrt, bevor ich Triss kontaktieren konnte. Ich habe gar keine anderen Zauberinnen bei dir gesehen. Weil sie schon hingerichtet wurden. Verbrannt, lebendig, eine nach der anderen. Die talentiertesten Mädchen des Nordens. Radovid hat mich für den Schluss aufgehoben. Na toll. Wenn du hier bist, was ist dann aus Aretusa geworden? Am Tag meiner Ankunft in Novigrad erhielt ich eine Botschaft von Viruta Ikati. Kurz und bündig. Schule von Redanian überrannt. Die Bibliotheken brennen. Eine Handvoll Studentinnen ist mit Nina Vivero geflohen. Die anderen sind tot. Es ist vorbei. Später erfuhr ich, dass Priester des ewigen Feuers in den Ruinen der Akademie standen und dem Opfer sprachen, dass diese Strafe alle Magier und Verräter erwarte. Na toll. Leb wohl, Rita. Ist wieder sehr fair. Und du, Philippa? Nun, was gibt es? Dank mir nicht, Philippa. Ich rette dir gerne den Hintern. Jederzeit willkommen. Du hattest was davon. Darum hast du mich gerettet. Hast du damals wirklich Meuchelmörder auf Dijkstra angesetzt? Du glaubst dich? Erinnerst du dich nicht, dass wir einst ein Paar waren? Aus meiner Sicht wäre das schon Grund genug. Eigentlich habe ich mich schon lange gefragt, warum ihr euch getrennt und zerstritten habt. Siehst du, Geralt,
Es gibt Leute, die Politik und Privatleben trennen und Leute, die das nicht tun. Welche Sorte war Dijkstra? Die langweiligere. Die langweiligere, das ist immer so schön ausgedrückt. Leb wohl. Hör auf damit, du machst mich ganz nervös. Wer zu alten Leb wohl sagt, das kann nicht gut enden. Ja, Geralt? Wir waren in deinem Labor. Ihr habt hoffentlich keine Unordnung gemacht. Du hast nicht erwähnt, dass du die beste Informationsquelle der NL-Elfen hinsichtlich Ciris Fähigkeiten warst. Ich habe viele Dinge nicht erwähnt. Zum Glück sind sie nicht mehr wichtig. Deine Experimente mit dem Gen, dem älteren Blut, die sind nicht wichtig? Ich habe die Studien verfolgt, um Ciri zu schützen. Um Lara Dorrans Blut zu schützen, durch wessen Adern es auch strömt. Vielleicht geht es dir nur um Lara, keine Ahnung. Wir haben in deinem Labor jemanden getroffen. Ja, ich glaube, dir machen wir nicht. Und wir wissen ja, dass er irgendwas gegen Ciri hat. Wir haben in deinem Labor jemanden getroffen. Tatsächlich? Mhm, eine Elfin. Sie hat behauptet, dass du Ciri hast. Wie passt das dazu, dass du sie um jeden Preis beschützen willst? Gar nicht. Du erwartest doch nicht, dass ich dir meine Gefühle offenbare, oder? Na toll. Doch, erwarte ich eigentlich schon. Wenn wir den Sonnenstein einsetzen, wie kommst du darauf, dass Eredin es nicht herausfindet? Ich bezweifle, dass er glaubt, die Elfen der Weißen Flotte hätten plötzlich Sehnsucht nach ihm gekriegt. Wir können das Signal ändern, das der Sonnenstein aussendet. Unwahrscheinlich, dass Eredin den Ursprung erkennt. Das ist nicht das einzige Artefakt, das diese Kraft hat. Es gibt noch mehr? Großartig. Erklärst du mir dann, warum ich wegen diesem hier ganz Skellige auf den Kopf stellen musste? Der Sonnenstein war am einfachsten zu finden, glaub mir. Na toll. Geht es Margarita besser? Ich konnte die Geweberegeneration beschleunigen. Sie fühlt sich viel besser. Wir sollten Eredin so schnell wie möglich herbringen. Sonst steht zu befürchten, dass deine Zauberinnen sich noch zerstreiten. Ja, das ist typisch für dich. Wie es aussieht, wird Ciri deine Hilfe bald nicht mehr brauchen. Und deine auch nicht. Stimmt. Sie wird tun, was sie will. Und ich unterstütze sie. Was ist mit dir? Bist du bereit, sie ihr eigenes Leben leben zu lassen? Ich werde sie zu nichts zwingen, wenn das deine Frage ist. Aber er will ja noch einen Gefallen. Nette Welt, die ihr in Elida habt. Man könnte sich glatt in sie verlieben. Sag mir, wie macht ihr das? Ihr sitzt da und spielt Flöte, malt brünftige Einhörner in prachtvollen Landschaften, baut reich verzierte Türme und dann bringt ihr uns um, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Schuldgefühle. Wie? Fühlt ihr Menschen euch schuldig, wenn ihr Enzeide tötet? Oder Zwerge? Oder Dryaden? Wir sind gleich, weil wir gleichermaßen fest an die Unterlegenheit anderer glauben. Jedenfalls sind wir eigentlich unterlegen, weil er ist ja ein Wissender, wir wissen überhaupt nichts. Erzähl mir mehr über Garantier. Kennst du ihn gut? Ihn kennen? Ich habe ihn gezüchtet. Du meinst wohl aufgezogen? Nein, Geralt. Ich habe ihn lange vor seiner Geburt geformt. Viele Jahrhunderte habe ich fähige Elfenpaare zusammengeführt, die Zeit und Raum beeinflussen konnten. Er ist das Ergebnis dieser Mühen. Garantier, das goldene Kind. Das goldene Kind, das zu einem Verbrecher wurde. Tja, jetzt muss er dann auch dran glauben. Du hast Ciri eingesperrt, als du sie zum ersten Mal getroffen hast. Jetzt beschützt du sie und bekämpfst deinesgleichen. Ziemliche Kehrtwende. Erstens habe ich sie nicht eingesperrt. Sie hat mich gefunden. Es war ihr Schicksal. Ja, natürlich. Und zweitens... Warum hilfst du ihr? Weil sie eine Gefahr ist, eine tödliche. Du siehst in ihr einen Menschen, einen Schützling, sogar eine Tochter. Ich sehe in ihr das ältere Blut. Eine Kraft, die die Welt zerstören kann, die unter keinen Umständen in Eredins machtgierige Hände fallen darf. Unsere Motive sind verschieden, ja. Und doch verfolgen wir dasselbe Ziel.
Es wäre gut, wenn du mir vertraust. Oder es zumindest versuchst. Ja gut, dann sind wir jetzt bereit. Wir haben den Sonnenstein gefunden. Gealpans Geschenk der Weißen Flotte an Dilian. Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt. Und Gealpan starb vor Kummer. So lange lassen wir Eredin nicht warten. Ich glaube, wir sind soweit. Denk dran, wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr. Okay. Ich will eigentlich nicht. Aber uns bleibt keine andere Wahl. Ich bin bereit. Höchste Zeit, dass wir Segel setzen. Und Vic wartet. Na dann los. Gott. Will nicht. Ihr postiert euch auf den Klippen. Hier, hier und... Danke. Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen haben. Ich will nur vermeiden... Oh, Geralt. Auf dich haben wir gewartet. Irgendwie ja nicht. Wirklich? Mir scheint, ihr habt schon angefangen. Wir haben Fragen magischer Natur besprochen. Nichts, was dich besonders interessieren würde. Klar, ich bin ja nur ein schlichter Hexer. Keine Sorge, Schlichtheit hat auch ihren Reiz. Du wolltest deinen Plan erläutern. Er ist einfach, aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein. Wenn Karanti auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahr kurz darauf in der Bucht erscheinen. Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der Enelle zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet. Und dann muss das 7. Imlak-Infanterieregiment unter Herzog Var Atre es entern. Mit deiner Hilfe. Alles klar. Ich dachte, der Kaiser hilft uns nicht, aber gut. Puh, Emir ist aber großzügig mit seinen Ressourcen. Er hat sogar seinen Skellige-Feldzug unterbrochen, um uns zu helfen. Aber nicht aus reiner Freundlichkeit, glaub mir. Er macht es aus dem gleichen Grund wie wir alle. Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Viel Glück. Dem Plan fehlt ein wichtiges Element. Was ist mit Ciri? Cirael wird warten. In sicherer Entfernung von der Nagelfahr. Das wird sie wohl kaum tun. Lass mich raten. So hattest du dir das nicht gedacht. Nein, ich wollte mit dir gehen. So hatte ich mir das gedacht. Aber das lasse ich nicht zu. Viel zu gefährlich. Ja. Tja, ganz falsch liegst du damit nicht. Ich dachte, wenigstens bei dir kann ich mich drauf verlassen, dass du mich ernst nimmst. Das tue ich auch, das weißt du. Du hast keine Chance, Eredin zu besiegen. Verdammt, ich weiß nicht mal, ob ich eine habe. Also bleib weg von ihm, weit weg. Cirael, schwörst du am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Wohin gehst du? Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte? Oh ja. Das ältere Blut kann feurig sein. Ja, überzeugt hat sie nicht geklungen. Das hat sie von ihrem Vater. Das sehe ich anders. M hier ist Pragmatiker, Ciri Idealistin. Idealistin? Wovon sprichst du? Nicht wichtig. Wir haben wenig Zeit. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Später wirst du nicht mehr dazu kommen.
Ich warte bei den Boten und den Soldaten auf dich. Yen, warum bist du hier? Um dich zu sehen. Ist was passiert? Noch nicht, aber bestimmt bald. Vielleicht überleben wir es nicht. Unsere Chancen stehen schlecht. Ja, ich würde bald sagen, Geralts Chancen stehen nicht viel besser. Ja, keine Sorge, es wird alles gut. Man kann alles schön reden. 3 ist auch blöd. Tja, wir sind hier, um Eredin und die wilde Jagd mit allem, was wir haben, zu bekämpfen. Es könnte wie Sodden werden. Oder schlimmer. Nichts könnte schlimmer werden als Sodden. Hör zu, wenn das vorbei ist, wenn wir überleben, will ich weg von hier. Weit weg. Und ich wünsche mir, dass du mitkommst. Wohin? Wohin auch immer. Nach Porvis. Jenseits der Drachenberge, sogar nach Serikanien. Möglichst weit weg von Politik, Intrigen und diesen höheren Kreisen. Du? Du willst Intrigen und Politik für immer den Rücken kehren? In dieser Welt bist du in deinem Element, sie ist dein Leben. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Selbst jetzt steckst du bis zum Hals drin. Ja, aber nur um Dinge richtig zu stellen und mich zurückzuziehen, solange ich die Oberhand habe. Was dann? Eine kleine, einsame Hütte mit einem Blumengarten zur Pflege? Warum nicht? Ist es das, wovon du träumst? Wir sollten zusammen fortgehen, an einen Ort, der uns gefällt, und tun, wonach uns der Sinn steht. Und? Kommst du mit? Ich würde überall mit dir hingehen. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Geh, Geralt. Avalach wartet schon. Und pass auf dich auf, Hexer. Ich hoffe, alle überleben es. Ich nehme jetzt noch mal ein paar Sachen hier mit. Wir legen eigentlich noch mal alle Informationen, die wir brauchen, rum. Ich weiß nicht, den Schmied werden wir wahrscheinlich hier nicht mehr haben. Der Korps ist deriert Sonne. Sieht schlecht aus. Ist M hier irgendwo? Es mag halt ich, Yatan Femivala. Wo warst du, Ginevarald? Willst du spionieren oder feilschen? Grüß Gott, mein Freund. Zeig mir deine Waren. Ich werde nochmal alles los, was ich loswerden kann, was wir echt nicht brauchen. Nötiges Gewicht ist immer blöd. Okay. Nee, wir haben nichts mehr, was wir tun können. Bis dann. Dann gehe ich nochmal ins Inventar und pack hier den Sattel. Ist doch der Ophirische, oder? Ja. Gehen wir gleich zu Avalach. Ich wünschte, ich würde hier irgendwo M hier finden. Die haben ja einfach nur ihre ganzen Betten aufgebaut. Den alten Hütten. Der hier so nie.
schon von der Freiheit-Brigade gehört? Der Kaiser hat uns führt. Mal noch ein bisschen umschauen. Ich hab dich in Vysima gesehen. Oh, Magier oder so. Ich sehe keine Schale. Na dann. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate baden? Wird das eine sehr kurze Folge. Aber ich möchte nicht, dass wir jetzt wieder eine 10 Jahre lange Folge haben. Deswegen bis zum nächsten Mal.